In einer Schüttelmaschine wird durch Zusammenstöße vieler kleiner Kugeln an einem schwereren und größeren Gegenstand die Brownsche Bewegung simuliert. Mittels eines Elektromotors wird die Umrandung der kleinen Kugeln zu einer periodischen Rüttelbewegung angeregt. Damit werden die Kugeln in eine anhaltende Bewegung versetzt, die der Bewegung von Molekülen in einem Gas ähnelt. Die Kugeln stoßen ungeordnet mit dem schwereren Gegenstand zusammen, sodass der seinerseits eine Zitterbewegung ausführt. Sein Verhalten gleicht damit der Brownschen Bewegung eines kleinen Objekts in einer Flüssigkeit.